Moin moin liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tavern Brawl. Wir gucken mal, was der nächste Tavern Brawl oder der dieswöchige Kartenchaos für uns vorbereitet hat. Und es ist zu viele Portale. Diesmal sind es die Meistermagier Dalarans zu weit gegangen. Sie haben hunderte von Portalen geöffnet. Wählt eine Klasse und besiegt eure Rivalen mit einer Handvoll Zauber und einer ganzen Menge Portalen. Und yo. Ich würde sagen, wir nehmen wie immer den Hexenmeister. Und dann schauen wir mal, was uns die Portale so bescheren. Das ist im Prinzip wieder dieses Glücks-Tavern Brawl. Ich glaube, ich bin an diesem scheiß Tavern Brawl schon mal übertrieben verzweifelt. Aber das Einzige, was richtig geil ist, ist, dass ich als Quest bekommen habe, 40 Zauber einzusetzen. Das bedeutet, ich werde hier mit diesem Tavern Brawl übelst rasieren, was diesen Quest angeht. Alles andere lassen wir mal dahingestellt. Eure Seele wird mir gehören. Yo! Sehr interessante Hand. Da ist mir ein bisschen zu wenig Abwechslung drin in dieser Hand. Also, da würde vielleicht noch ein instabiles Portal reinpassen. Oder was meint ihr? Schreibt's in die Kommentare. Yo, auf jeden Fall, wie sind wir hier, das war's. Auf der Schwarzfels, Map. Ja, im Prinzip kommt es ja jetzt drauf an, wer hat Luck. Wer hat Luck, wer zieht den richtigen Überschritt mit seinen Portalen und wer nicht, ne? Ja, ist okay, ne? Die Karte ist schon okay. Das ist wenigstens eine, die man direkt aufs Board bringen kann. Er kann mich nichts aufs Board bringen erstmal. Hoffe ich zumindest. Nehmt das. Aha, aha, aha. Damit machen wir ihn gleich nass. Platt. Wie auch immer. Seid ihr für das hier bereit? Na, das ist ja schon mal ein bisschen ätzend. Na, gucken wir jetzt zuallererst mal hier, was wir hier bekommen. Ja, der bockt auch. Den lassen wir mal auf der Hand. Wir können uns gleich, wenn er ihn hier damit wegschnetzeln will, kann er uns nochmal als Glücksbringer dienen. Agentum Reiter. Er hat eigentlich eine geile Karte dafür bekommen, für die This Tavern Brawl. Ja, wer hätte das gedacht? Und trotzdem hier vorher nochmal das. Lässt einen zufälligen Freund und ihn auf eure Hand zurückkehren. Oh, ey, immer wieder dieses Antivirus, ey. Das nervt echt, ey. Ich sollte es vielleicht... Warte, schauen wir erstmal nochmal hier rein. Und gucken wir mal, was jetzt... Ja, passiert nichts. Welche Falle auch immer er da liegen hat, vielleicht auch auf alle plus eins, wäre denkbar. Aber ich glaube, das sieht für uns eigentlich ganz nice aus. Fügt euren Dienern einen Schaden zu, wenn ihr diese Karte... zieht. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Hä?
Das passt mir hier noch nicht so ganz. Chromagas ist schon mal sehr geil. Ach, wenn ich den jetzt ausspiele, dann kriege ich das nicht mehr hin. Ja, so lohnt sich das wenigstens noch. Das ist wieder fresh. Sehr schön. Das passt. Sauber. Da war die Wahrscheinlichkeit natürlich relativ hoch, dass das so kommen würde. Jedes Mal, wenn ihr eine Karte zieht, erhaltet eine Kopie davon auf die Hand. So. Läuft. Wenn dieser Diener am Ende eines Zuges euer einziger Diener auf dem Schlachtfeld ist, wird er vernichtet. Wir haben gerade so viele auf dem Board, dass wir den sogar auch aufs Board bringen könnten. Aber warten wir mal ab. Nur 4 Schaden, wenn ihr mindestens 4 weitere Diener habt. Ja, nö, hat er nicht. Ja, hier müssten wir natürlich gleich ein bisschen Glück haben, weil es ein zufälligen ist. Ach, shit. Dann halt nicht. Eieiei, da haben wir aber schon ganz schön dicke Kreaturen am Start. Nee, größter Fail überhaupt. Das hätte er im Leben nicht machen dürfen. Gucken wir noch mal so ein bisschen. Wir können ja noch mal ein bisschen Zauber für unseren Quest einsetzen. Haben wir ihn auf 1. Keine Chance, das war's für ihn. Das Leben des Dieners mit einem anderen, ja. Tausch das Leben dieses Dieners mit eines anderen Dieners. Mit dem eines anderen Dieners. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich den Satz sehr angenehm formuliert. Ironie off. Oh my god! It is the Tremorous! Ja, vielleicht ziehe ich gleich nochmal einen Zauber. Ah, keine Fallen im Deck. Sind ruhelos. Oh. Ja. Für die Allianz. Bam. Haben wir es beim ersten Versuch geschafft. Wunderbar, so lobe ich mir das.
Dann wollen wir mal gucken, was wir in unserem Booster drin haben. Wir haben schon ewig, ja. Guck mal, 15 Zauber schon geschafft. Aber es ist perfekte Quest für diesen, Kartenchaos für diesen Quest. Aber wir haben jetzt schon zig Packs gehabt, Booster, wo nichts mehr mit Legendary drin war. Boah, immerhin. Es ist zwar keine Legendary mit drin, aber es war ein ultra geiler Booster. Golden und gewöhnlich. Episch und zweimal ja, selten. Hat auch was. Vor allem, weil ich ja letztens ein bisschen Staub verbraten habe, um meinen Midrange Druiden an den Start zu bringen, den ihr demnächst sehen werdet. Und ja, 45 Staub nochmal, dann haben wir schon wieder die 1000. Passt. Die anderen, dann waren da viele bei, die wir noch... Ach so, die goldene, die können wir natürlich auch noch einstauben. Warte mal. Gedankenraub? Hatte ich nur einmal? Aha. So, den hatte ich auch nur einmal, das dachte ich mir schon. Aber ich glaube, die goldene Waffe können wir noch einstauben, ja. Auch nochmal 50. Weil in Gold brauche ich die, ganz ehrlich, nicht. Und... fügt einem Diener einen Schaden zu. Der Diener erhält plus 2 Angriff. Das hatten wir auch... Aber es war nicht eben in dem Booster drin, ne? Das hatten wir letztens bei den Boosters mit drin. Hatte ich nur noch nicht durchgecheckt, ob das... ob wir dadurch neue... oder welches die neuen waren im Prinzip. Oh, Leute. Im Groben und Ganzen war es das auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo, einen Kommentar oder einen Daumen da lassen würdet. Und dann sage ich erstmal tschüss und bis zur nächsten Folge. Übrigens, ich werde versuchen, diese Woche noch ein Tavern Brawl auch an den Start zu bringen. Aber müssen wir mal schauen. Ein Community Battle Tavern Brawl. Aber müssen wir mal schauen, ob wir das noch schaffen. Diese oder nächste Woche. Eins von beiden. Mal gucken. Caleb wollte schon mitmachen. Immer in die Kommentare schreiben, wenn ihr darauf Bock habt. Und ja. Das war's im Groben und Ganzen. Was noch wichtig ist, wenn ihr Interesse habt, gegen mich zu spielen, dann schaut auch ab und zu mal bei Twitter, Facebook, Instagram vorbei. Denn ich habe geplant, in Zukunft wahrscheinlich, zumindest auf Facebook und Twitter, Posts zu machen, wenn ich online bin. Also manchmal, für wenn ich Bock habe auf ein Community Battle, dass ich dann halt poste, yo Leute, bin jetzt online und werde Community werden. Natürlich kann ich nicht gegen jeden spielen, ist klar. Aber ich werde dann versuchen, halt, dass jeder mal rankommt. Ne? Also schauen wir mal. Bis dann. Ciao.